herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von gartenschlau.com. Hier seht ihr die Mission Steinbock. Das ist einer von fünf Teilen eines Vortrags, den ich letztes Jahr gehalten habe. Und da ging es darum, dass ich mir für meine Wildlife-Fotografie-Themen vorgenommen hatte, Steinböcke zu fotografieren. Jetzt ist das natürlich nicht immer so einfach, Steinböcke zu fotografieren, weil das sind immerhin wild lebende Tiere und die sind zwar mancherorts, hier sehen wir übrigens einen Alpensalamander, Salamandra atra. Steinböcke sind mancherorts doch schon ja, den Menschen sehr positiv gesonnen, sodass sie nicht so schnell weglaufen. Es gibt allerdings auch Regionen, da sind sie dann doch noch ein bisschen arg scheu. Und diese Herausforderung habe ich mich dann angenommen. Hier bin ich gerade beim Aufstieg auf das Seekar, das ist ein Berg in Tirol in der Nähe des Aachensees. Hier sehen wir den Aachensee und da habe ich dann von den Vermietern meiner Ferienwohnung, die ich da öfter mal aufsuche, gerade um naturwissenschaftliche Themen. Hier sehen wir einen Seidelbast und einen Enzian, einen großblumigen Enzian und eine Drachenblume. Ich glaube, Drachenblume heißt sie, muss ich nochmal gucken. Und bin dann aufgrund des Tipps den Seekar und Seeberg hinaufgestiegen. Hatte sogar bei der ersten Tour wirklich Glück. Und das ist jetzt schon praktisch der Abschnitt, wo ich dann auf die Steinböcke getroffen oder gestoßen bin. Und im nächsten Bild nach diesen wunderschönen Enzianen treffen wir auch auf die Steinböcke. Nach vielen, vielen Metern habe ich gedacht, ach Gott, ich treffe sowieso gar keinen Steinbock mehr und war dann schon ein bisschen enttäuscht. Und dann kaum, dass ich um eine Latschenkiefer herumgekommen bin, stand er da. Er hat sich dann netterweise auch hingesetzt und hat sich dann von mir wirklich sehr gut fotografieren lassen. Viel näher als geschätzte 7, 8 Meter hat er mich nicht herangelassen. Zumindest zu Beginn. Jedes Mal, wenn ich dann einen Millimeter weiter nach vorne gegangen bin, ist er aufgeschreckt und wollte dann schon weglaufen. Also habe ich mir die Zeit genommen, dass er sich an mich gewöhnt. Und hier seht ihr die Ergebnisse. Nach ein paar Minuten war er dann doch schon sehr entspannt und ich konnte super tolle Aufnahmen machen. Das waren dann meine ersten Aufnahmen von wildlebenden Steinböcken. Hier sehen wir einen Admiral. Das sind auch sehr wunderschöne Schmetterlinge, die man durchaus nicht nur in den Alpen, sondern auch bei uns trifft. Und einige Meter weiter fand ich dann diese schöne Gruppe von mehreren Steinböcken und einem Jungtier. Damals hatte ich jetzt nur ein 70 bis 200 mm Objektiv dabei. Jedoch die Ergebnisse fand ich damals schon berauschend, weil die waren dann doch recht scheu, dass sobald man auf sie zuging, sind sie dann weitergelaufen und man sollte wildlebende Tiere jetzt nicht so einem Stress aussetzen, dass man hinterher rennt oder sie gar noch streicheln möchte, das ist dann völlig fehl am Platz. Man sollte sich sehr, sehr ruhig verhalten und dann bekommt man eben auch so tolle Aufnahmen hin. Die Gruppe war, nehme ich mal sehr stark an, wegen des Jungtiers, was in der Gruppe dabei war, recht nervös und hat auch Andeutungen gemacht, dass sie das nicht so toll finden, wenn man denen auf die Pelle rückt, weswegen ich mich dann auch langsam zurückgezogen habe und weitergelaufen bin. Ich wollte ja noch den anderen Berg machen und bin dann am Grat weitergelaufen, konnte dann hier diese tollen Aufnahmen machen, nachdem sich dann endlich mal die Wolken etwas gelichtet hatten, denn die Wolken waren an sich die ganze Zeit vorhanden. Ist an sich auch relativ typisch für diesen Berg und unterhalb des Seebergs bin ich dann wieder auf ungefähr 5 Tiere gestoßen. Es waren sicherlich mehrere, die hinter der Weggabelung sich aufgehalten hatten auf der anderen Seite. Allerdings konnte ich da auch wieder super tolle Aufnahmen machen und auch ein weiteres Jungtier fotografieren. Die anderen Steinböcke haben sich auf dem
Steinfeld, ja, erholt, waren total entspannt, ließen einen natürlich auch nicht näher als 10 Meter heran. Allerdings, sage ich mal, hat das für das erste auch gereicht. Hier ist noch ein bisschen älterer mit einem sehr schönen Horn und der ließ sich auch super gut fotografieren. Die Tiere insgesamt waren sehr entspannt. Man muss sehr ruhig bleiben, wenn man sich hinsetzt und nicht allzu viel quatscht, dann ist das super. Und man sieht, die waren sehr glücklich, die lächeln ja sogar auf den Fotos. Hier nochmal ein Bild von der Gruppe, die ich fotografiert habe. Ungefähr am Anfang des Grats zwischen den zwei Bergen, Seekar und Seeberg. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Im nächsten Beitrag geht es dann um das kleine Örtchen Kaisers im Lechtal, was man da so alles an Pflanzen entdecken kann. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal und tschüss.